Oh, wir haben Besuch bekommen. Monsieur Pierre, ich grüße Sie. Seien Sie gegrüßt. Mein Name ist Pierre. Und das ist meine Stadt, Saint-Clair. Hier gibt es einen wunderschönen Park und mittendrin ein kleines Museum. Dort sitze ich oft auf einer Bank und lasse die zauberhafte Umgebung auf mich wirken. Dann denke ich an jenen Tag zurück, der mein weiteres Schicksal bestimmt und mich bis heute an diesen Ort gebunden hat. Wollen Sie meine Geschichte hören? Dann folgen Sie mir in meine Erinnerung. Oh, schauen Sie mal, der hier bin ich, ein junger Mann, ein Kunststudent. Ich kann mich noch genau erinnern, wie ich in einem Kunstsalon kramte und plötzlich die Porträtskizze einer bezaubernden Frau in meinen Händen hielt. Gebannt starrte ich auf das Bild, denn es begann in meinen Händen zu pulsieren. Oh nein! Das Bild fiel hinunter, überall Scherben. Doch was war das? Ein Brief. Alt und vergilbt war er. Ich begann zu lesen. Geliebte Madeleine, zu kurz war unsere gemeinsame Zeit. So sehr wurde ich von der Idee beherrscht, deine unbeschwerte Fröhlichkeit auf die Leinwand zu bannen. Darüber vergaß ich. Dein bezauberndes Lächeln zu erwidern, bis es verschwand.
und fragte meine Mutter. Skizze und Brief hatte ich ja. Ohne nachzudenken, betrat ich die Räume des Museums und begann zu suchen. Da, das Bildnis. Ich trat näher. Eine Frau, ihre Augen ein Spiegel der Melancholie. Und dann, ich konnte kaum glauben, was ich sah, eine glänzende Träne rann aus ihrem Augenlid. Sie zog eine goldene Spur, die sich immer mehr verbreiterte. Erst war ich ganz verblüfft, aber gleich darauf wollte ich der Spur folgen. Ich schaute noch einmal zu dem Bild zurück. Ein leerer Rahmen. Die Frau aus dem Bild war verschwunden.
Thank you.